wir töten sie ja nun mal nicht von Hand. Es ist ja ein bisschen so hinterhältig. Die Frage nach wie vor, steht was auf Ihrem Auto, wenn Sie kommen? Wenn ja, dann parken Sie das bitte weiter weg. Gucken mal, wo wir hereinkommen. Oder es gibt auch Menschen am Telefon, die sagen, meine Freundin hat ein Problem. Und im Laufe des Gesprächs ist es gar nicht mehr die Freundin. In dem Keller sind über diese Fernwärmeheizung immer orientalische Schaden. Jetzt sieht man natürlich keine, weil es wird regelmäßig gearbeitet. Und zwar mit so einem Fraßgel. Ja, das ist eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Wir unterscheiden ja zwischen den Insekten und dann den Wirbeltieren, wo wir bei den Mäusen und Ratten sind. Es ist halt so, dass man sieht, wo ist die Gefahr, was passiert, und das muss man eben abgrenzen. Man tötet nicht Tiere aus irgendeinem Vergnügen heraus. Und dann denke ich schon, dass man damit klarkommt, wobei ich schon mal sage, wenn ich vielleicht eines Tages, ich hoffe, so oben ankomme, dann sitzen da vielleicht viele kleine Mäuse und Ratten und sagen, warum hast du das gemacht? Man baut denen so ein kleines Häuschen und die stellen wir jetzt hier oben drauf. Also sollte dann hier oben irgendetwas sein, weil das Problem ist, dass Schaben solche Steuerungsanlagen völlig lahmlegen können. Die können also den gesamten Prozess dieser Heizungssteuerung außer Betrieb setzen. Das ist viel nicht so klar. Meistens haben wir immer Angst, dass Schaben Krankheiten übertragen, aber sie machen halt auch solche Sachen. Ne? Also wir gehen davon aus, dass wir nur 2% Frauen in dem Beruf haben. Dass jemand sagt, ach, Sie sind ja eine Frau. Oder wie, Sie machen das als Frau? Haben Sie keine Angst? Haben Sie keinen Ekel? Also man kriegt so einen Bewunderungsstatus. Bei meinen Kollegen musste ich mich in fast 30 Jahren schon sehr bewerben und beweisen. Und dann geht es einfach darum, dass man jemandem auch sagt, es wird alles gut, lass uns arbeiten. Und ja, dann gibt es natürlich auch auf der anderen Seite Menschen, die dankbar sind. Das ist ein wichtiger Teil für mich gewesen, diesen Beruf zu wählen. Dass man sieht, ich kann ein Problem lösen, was der andere nicht alleine in den Griff bekommen kann. Und was ihm Angst bereitet und wo er ein bisschen ausgeliefert ist. Dann ist man schon so ein bisschen der Retter in der Not.